Die Tage sind gezählt. Die letzten Kohlezüge für das Heizkraftwerk Chemnitz-Küchwald. Nach über 35 Jahren wird der Kohletransport von Profen nach Küchwald eingestellt. Täglich fahren zwei Vollzüge aus dem Tagebau bei Leipzig, um das HKW Küchwald zu versorgen. Die ersten Züge fuhr man zu DDR-Zeiten noch mit Dampf, später mit Diesellokomotiven. Am 29. und 30. Dezember 2023 erinnerte man mit einer Plandampfveranstaltung an diese Zeit, bevor am 31. Dezember der letzte Kohlezug Küchwald erreichte. Typisch vor diesen Güterzügen waren unter anderem Dampflokomotiven der Baureihe 5280 oder Diesellokomotiven der Baureihe 132. An den beiden Plandampftagen im Dezember 2023 fuhr man mit 5280-79 der Leipziger Dampfkultur und 132-088 der Salzland-Wilsowis. Nachdem 132-088 den Kohlezug aus Profen nach Leipzig-Plagwitz holte, führte nun 5280-79 den Zug an. Es wurde die ehemalige Umleiterstrecke befahren. Von Plagwitz aus fuhr der Zug über Profen, Zeitz, Grossen bis nach Bad Köstritz.
von Bad Köstritz fuhr der Zug wenige Kilometer zurück in den Bahnhof Grossen. Die Ludmilla 132088 setzte sich vor die Dampflokomotive und die Fahrt führte weiter über Gera, Gößnitz bis nach Glauchau. Im Bahnbetriebswerk Glauchau wurde die Dampflokomotive mit Wasser versorgt. Ab Glauchau übernahm 528079 wieder die Führung bis ins nicht weit entfernte Chemnitz.
Vorsicht! Angekommen in Chemnitz-Küchwald konnte der 302 Meter hohe Kraftwerkschornstein beobachtet werden. Jetzt. Am 52.80.79 beschleunigt ein 1700 Tonnen schweren Kohlezug am Einfahrtssignal von Chemnitz-Küchwald. Ein kleiner Teil von knapp 80 angemeldeten Foto- und Videografen traf sich am Haltepunkt Karl-Marx-Stadt-Borna, um den Leerkohlezug in der Steigung aufzunehmen. Der Zug ist auf dem Regelweg unterwegs von Chemnitz-Küchwald über Geithain nach Profen.
bedanke mich bei allen Beteiligten, die diese Veranstaltung organisiert und ermöglicht haben. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Kevin.